Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Infovideo auf diesem Kanal, das ich jetzt einschiebe, weil mal wieder einiges gesagt werden muss und ich sag mal zu Beginn, es gibt zwei Themen, ich sag aber noch nicht, worum es geht. Zunächst mal möchte ich mich bedanken für diejenigen, die beim Weltpokal dran geblieben sind. Das ist natürlich jetzt beendet, das Projekt mit dem Finale. Also falls ihr da jetzt die letzten Tage das nicht mitbekommen habt, in der Playlist ist nochmal alles übersichtlich. Alle 64 Spiele nach einem wirklich tollen Projekt, das viel Spaß gemacht hat, das leider zeitlich dann nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es eigentlich gedacht hatte, nämlich als Sommerprojekt. Aber gut, dafür war die Spannung etwas größer und wir haben das dann ja jetzt auch in den letzten Tagen auch wirklich zügig zu Ende gekriegt mit einem wirklich guten Finale. Es hat richtig Spaß gemacht. Und das ist also jetzt sozusagen erledigt. Und ja, vielen Dank für diejenigen, die immer wieder Kommentare dazu geschrieben haben, inhaltlich mit Kritik natürlich auch, was ich besser machen könnte, wo ich vielleicht was übersehen habe. Ich habe es ja geschafft, in der allerletzten Einblendung, also in der allerletzten Bilddatei, die ich gemacht habe, habe ich noch eine Flagge verwechselt, aber ja, das kann ja passieren. Und insofern haben wir das jetzt also rum und schauen dann mal, wann es da sozusagen weitergeht. Das ist noch nicht ganz sicher. Denn, und jetzt kommt es, am Anfang Juni startet die Europameisterschaft in Frankreich. Und dazu werde ich natürlich, wie in den letzten Jahren auch bei der Weltmeisterschaft und ja auch vor 4 Jahren schon, eine Prognose machen. Jetzt ist es also raus. Ich habe bislang noch nichts gesagt, weil ich noch nicht ganz sicher war. Also eigentlich schon, aber ich wollte zumindest das einen kleinen Moment noch offen halten. Aber ich bin im Moment daran dabei, die Kader zu aktualisieren, werde das auch für jede Mannschaft machen, muss natürlich selber ein bisschen schätzen und raten, weil ihr wisst ja, die offiziellen Mannschaften werden erst Ende Mai bestimmt. Und das ist dann doch ein bisschen spät, um das Ganze dann noch zu machen, deswegen muss ich also ja die letzten Testspiele nehmen. Ich nehme die Ende November, die gespielt wurden, und dann jetzt die vor einigen Wochen. Und ja, bei Verletzungen, denke ich mal, kann man das so machen, dass man optimistisch ist, aber dass eben auch einige Spieler es einfach nicht schaffen werden, glaube ich, steht auch fest. Und da müssen wir dann leider darauf verzichten. Ich werde da also im Zweifel ihn mitnehmen, aber wenn es abzusehen ist, dass es nicht klappt, dann denke ich, müssen wir ihn rauslassen, weil das ist dann einfach realistisch, also wahrscheinlicher, dass es so realistischer wird. Ja, das heißt, ich bin im Moment dabei. Ich habe jetzt schon die 6 besten Mannschaften, also die 6 Gruppenköpfe gemacht. Werde jetzt als nächstes dann quasi von oben nach unten gehen, bis ich dann am Ende die albanische Mannschaft und die nordirische Mannschaft machen werde, die ja also von dem Ranking quasi jetzt am tiefsten gesetzt sind. Dass ich da also quasi vorankomme. Am Ende muss ich ein bisschen basteln. Bei Albanien, bin ich ganz ehrlich, habe ich im Moment noch keine Ahnung. Abgesehen von Jackas Bruder kenne ich eigentlich keinen, muss ich gestehen. Aber gut, da werde ich mich reinlesen, dass wir auch das quasi professionell rüberkriegen und dass ich auch solche Mannschaften dann kommentieren werde. Und das wird ein Riesenspaß werden in Frankreich. Ich werde das Ganze mit FIFA 15 machen. Ja, mit FIFA 15. Ich musste selber einmal kurz überlegen. Heißt also nichts mit einem UEFA-Add-on, wo ich gerade überhaupt nicht weiß, ob es überhaupt eins gibt. Vermutlich ja, aber ja, das machen wir so, wie es ist, weil da bin ich einfach sicher, dass es funktioniert. Da habe ich einige Spieler und dann muss ich halt die Stadien nach Ähnlichkeit nehmen, denn wir haben ja nur das Prinzenparkstadion, aber den Rest kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe, glaube ich, für 9 von 10 Stadien auch schon eins rausgesucht und ich glaube, bei einem war ich noch nicht ganz sicher, aber da finde ich auch noch eins, das den Ganzen ähnlich sieht, und dann füge ich die Trikots ein, dass wir das alles schön haben. Und dann geht es in einigen Wochen, ich sag jetzt mal so geschätzt in 2 Wochen, geht es los mit dem ersten Spiel. Wenn ich dann alles fertig habe, kann allerdings auch ein bisschen früher oder später sein. Also ich denke, es wird an einem Wochenende losgehen, vermutlich dann an einem Samstag, dass das erste Video kommt. Aber ja, da muss ich mal schauen, je nachdem, wie schnell ich damit fertig werde. Als nächstes, wie das Ganze dann übersichtlich sein soll, es wird das Ganze wie immer als Pluspedia-Datei vermutlich geben, also da habe ich ja jetzt Erfahrung mit, ist einfach das Übersichtlichste, um einfach so die Ergebnisse zusammenzustellen. Und was ich im Moment plane als zweite Sache, ist sozusagen eine Präsentation über Google. Also ihr kennt das ja, diese Google Documents und Google Presentations und sowas. Und da werde ich eine Präsentation einrichten, das ist zumindest im Moment der Plan. Den Link findet ihr in jedem Fall schon unter diesem Video.
aber dann auch unter den jeweiligen Videos und in der Playlist. Also wenn es funktioniert, wenn es irgendwann weg ist oder wenn der Link nicht da ist, dann ist es entweder gerade in der Umbauphase oder es ist einfach gerade rausgenommen, weil es doch nicht funktioniert hat. Aber mein Plan ist damit also einige Sachen sozusagen etwas übersichtlicher zu gestalten. Und diese Datei wird, denke ich, jetzt auch am Wochenende bereits freigeschaltet werden. Denn dort findet ihr die Mannschaftskader. Ich habe gedacht, da ist vielleicht das Beste, damit mal anzufangen. Ich habe, um das Ganze übersichtlich zu machen, die Links, die funktionieren, unterstrichen gemacht. Sprich also, wenn ihr darauf gehen wollt, könnt ihr die Links, das alles, was unterstrichen ist, könnt ihr im Moment schon anklicken. Das, was nicht unterstrichen ist, das habe ich noch nicht gemacht. Wichtig ist natürlich, dass man immer klickt und nicht mit den Pfeiltasten hin und rück geht, weil sonst ist das Ganze systematisch im Eimer. Und ja, dass ihr ein bisschen tolerant seid, was Fehler angeht, weil ich mache sowas zum allerersten Mal und habe auch noch keine Ahnung, wohin das gehen wird und was ich da alles machen werde und was nicht. Aber wie gesagt, die Kader findet ihr dort. Das ist sozusagen der Anfang. Ich werde da nach und nach immer aktualisieren. Ihr könnt also gerne öfter raufgehen, wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr mal wieder was wissen wollt. Ihr könnt auch gerne noch ein paar Tage warten, wenn ihr mal drauf seid, weil im Moment wird sich da, abgesehen davon, nicht viel tun. Und ja, das ist so meine Planung für die Europameisterschaft, dass wir das als wunderschönes nächstes Projekt dann rüberkriegen. Es ist dann ja auch quasi 4 Jahre wie Fußballvideos. Denn das erste Spiel, das ich aufgenommen habe, war ja damals das Eröffnungsspiel der letzten Europameisterschaft. Das war Polen gegen Griechenland. Jetzt also sind es 4 Jahre und wir machen das nächste Turnier. Zu dieser Datei und zu allem anderen könnt ihr natürlich gerne Kritik hinterlassen oder auch wenn ihr sagt, das ist ja wahnsinnig toll, ich finde das super, würde ich mich natürlich auch freuen. Aber auch nur, wenn ihr es wirklich so findet. Weil ich dann weiß, oder wenn irgendwas technisch nicht funktioniert, oder wenn ihr sagt, ihr wollt dort andere Inhalte haben, immer natürlich überlegen, dass das auch technisch möglich sein muss. Aber ich bin da jetzt im Moment, da ich noch keinen Stress habe mit den Aufnahmen, natürlich auch sehr offen für Vorschläge. Und ja, was man zu Beginn macht, kann man dann ja auch mal gut einbinden, weil man schwierig während eines Turniers etwas ändern kann. Das war auch so ein bisschen das Problem während des Weltpokals, dass ich mich in diesen Konferenzen dann, wo 2 Spiele gleichzeitig waren, ja, dann doch ein bisschen verzettelt habe. Ich muss schauen, ob ich das bei diesem Turnier so mache oder vielleicht etwas weniger aufwendig. Nun sind es ja bei diesem Turnier nur 6, weil es ja nur 6 Gruppen sind. Aber ja, da werden wir schauen. Da werde ich schauen und ihr werdet dann ja sehen, wenn es losgeht. Und das ist dann quasi auch der Standard. Also das erste Video wird dann auch so sein wie alle anderen. Die Einblendung werde ich so machen wie beim letzten Turnier. Das geht mit allen möglichen Grafikprogrammen. Also das ist kein besonderes Programm, sondern einfach nur eine Grafik, die ich quasi selber zusammenbastel, beziehungsweise auch schon habe aus den vergangenen Turnieren, aus dem Weltpokal jetzt und aus der Weltmeisterschaft 2014. Das ist also nix Herausragendes, was man jetzt herunterladen kann, sondern einfach selber zusammengebastelt. Das war, glaube ich, auch eine Frage unter einem Video. Jo, also das war jetzt sozusagen dieses Infovideo. Ihr dürft euch dann gerne darauf freuen. Es gibt in den nächsten Wochen, zumindest jetzt und dann am Wochenende danach, erstmal nur Bundesliga. Wie es danach weitergeht, schauen wir mal. Die Erfahrung sagt mir, dass ich spätestens am 32. Spieltag, zumindest in den letzten Jahren, keine Lust mehr hatte auf Bundesliga. Meistens, weil ich schon die Weltmeisterschaft aufgenommen habe und das mir irgendwie dann mehr Spaß gemacht hat. Aber da schauen wir mal. Erstmal geht's weiter. Ich habe jetzt ja auch schon 2 Videos hochgeladen. Am Wochenende kommen weitere. Also das ist erstmal das. Und ja, dann freue ich mich darauf. Hoffe, dass das so, wie ich es jetzt im Moment gedacht habe, also funktionieren wird, dass es Sinn macht und dass es euch dann auch gefällt, dass es übersichtlich ist und vielleicht auch dem einen oder anderen dann sozusagen nochmal diese, ja, ich sag mal, dieses kleine Extra ist, das man dazu macht, damit dieses Projekt dann eben auch quasi an die Letzten rankommt. Ja, das war das Infovideo für heute und wie gesagt, über Kritik freue ich mich, sofern sie berechtigt ist, solange das nicht in irgendwelche Unterstellungen geht oder sowas, könnt ihr gerne runterschreiben, gerne auch, wenn ihr das gut findet. Und dann freue ich mich drauf und wünsche euch erstmal viel Spaß weiterhin auf diesem Kanal mit den Videos.